Was geht YouTube? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen, aber feinen Liquid Clip. Heute geht es um Voodoo Clouds Obsessed. Ja, ich weiß, ich habe schon ein Review am Stizzledy. Aber, Freunde, aber gute Nachrichten. Es ist wieder das alte Megakiller. Ohne Scheiß. Es gab da anscheinend irgendwie irgendwas umstellungstechnisch, keine Ahnung, was da los war. Aber es ist wieder oldschool. Es schmeckt wieder so, wie man Obsessed kennt. Und ich habe mich wirklich abgefeiert dafür, weil Obsessed ist einfach geil. So sieht die Flasche dementsprechend aus. Wo ist dieser geile? Da, das Logo ist halt einfach ohne Scheiß, Logo ist Killer. Ne, wie gesagt, Orange, Bourbon, Vanille und das war's. Und es ist einfach lecker. So, und ihr habt es gerade eben gesehen. Was ist da los? Was ist das für ein Dripper? Das ist kein Dripper. Das ist einfach nur eine Erleichterung für euch. Ne? Denn den Deckel kann man einfach, zack, so aufschrauben. Dann setzt ihr den neuen Dripper drauf, also der Dripper, den es halt schon so gibt. Einfach hier oben drauf. Butz, Digga. Steckt den schon mal ein Stückchen rein. Dann schraubt eure Kappe natürlich drauf. Und mit der Kappe steckt ihr den Dripper quasi vernünftig in die Flasche. Muss mal gesagt sein, denn ich finde das System ultra sick. Ohne Scheiß. Super, super einfach. Ich habe mich schon so oft an diesen verkackten Gorilla-Flaschen oder Schappi-Gorilla-Flaschen. Ich rede jetzt nicht nur von den Originalen oder sonst irgendwas. Ne? Es gibt ja wirklich tausend verschiedene. Das ist ja mittlerweile so dieser Oberbegriff geworden. Aber ich habe mich schon so oft verletzt, habe mich schon so oft aufgeregt. Und ich habe das hier, das System, habe ich so abgefeiert, wo das hier angekommen ist. Und ich dachte mir nur so, nice. Muss man zeigen, muss man drüber reden. Deswegen gibt es jetzt natürlich auch kein ausführliches Obsessed Review oder sonst irgendwas. Denn ihr kennt das. Es schmeckt halt wirklich einfach richtig geil nach Orange. Und diese Bourbon Vanille, das passt mega nice zusammen. Ist ein richtig sickes All Day. Für mich persönlich jetzt so. Ich mag das wirklich. Und deswegen bin ich umso mehr froh, dass es wieder zurückgewandert ist in die Oldschool-Schiene. Keine Ahnung, was da los war. Habe ich mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich drüber informiert. Geht mich auf der anderen Seite auch nichts an. Aber ihr wisst halt jetzt, dass es wieder back in the biz ist. Wie gesagt, Freunde, Voodoo Clouds Obsessed. Aktuell ist auch irgendwie anscheinend alles so gut es geht verfügbar. Finde ich eigentlich fett. Weil, ja, manchmal habe ich doch schon mitgekriegt, dass man doch schon ein bisschen Probleme hatte, das ein oder andere von denen zu bestellen. Halb so wild. Ne, ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen. So, an der Stelle, Freunde, ich würde mich natürlich freuen. Ne, es wird richtig schocken, wenn ihr das Video mal so ein bisschen teilen würdet. Bei Facebook oder so, bei Instagram, keine Ahnung, wo ihr überall teilen könnt, wollt. Wäre auf jeden Fall ein dicker, fetter Support für mich. Ne, denn an der Stelle nochmal so: Support ist kein Mord, Freunde. Ja, wie gesagt, dann sind wir schon wieder am Ende. Ich würde sagen: Stay true, join the website of life und bis demnächst. Ciao.